So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir sind hier, wie gesagt, an der alten Stelle von vorher. Lass mich hier jetzt einfach mal fallen. In der Hoffnung, dass die Gegner ein bisschen was zu lernen. Da ist zum Glück ein... Immer noch keine Kirschen. Das ist schön. Was habe ich eigentlich inventartechnisch? Ja, viele, viele goldene Schlüssel, das finde ich gut. Da komme ich wahrscheinlich nur mit dem richtigen Timing hoch. Das will ich jetzt gar nicht probieren. Nein. Das möchte ich jetzt auch nicht. Sehr schön. Meine Gesundheit ist wieder fast voll. Das finde ich sehr ausgezeichnet. Sehr ausgezeichnet, genau, das finde ich sehr gut. Ah, ja. Wer nicht hüpfen kann, ne, den bestraft das Leben. Meine Gesundheit ist trotzdem wieder voll, das finde ich auch gut. Perfekt. Jetzt muss ich da dieses Timing-Problem da drüben irgendwie hinkriegen. Warte mal. Ja. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 6 von 10. So, was gibt's da unten? Ich schwimme mich da mal weiter. Mir. Gibt's unten irgendwas? Ja. So, dann werden wir hier mal hübsch warten dürfen, bis wir dieses Zeitverhalten so haben. Ach ja. Das mich glücklich macht, hey. Jetzt habe ich wahrscheinlich genau in diesem Augenblick das wunderbare... den wunderbaren Augenblick verpasst, in dem ich hätte rüberspringen können. Naja, das ist halt so. Man kann nicht alles haben im Leben. Manchmal muss man einfach ein bisschen warten. Ach, seid doch ruhig. Der hat mit einer Lasergun geschossen, aber... eine Ding getroppt. Kirsche. Maschinengewehr. Und einen weiteren hier gerettet. Chutney. Sehr schön. So, ich habe jetzt eine grüne Schlüsselkarte. Die kann ich doch für irgendwas gebrauchen. Hier komme ich leider nicht hoch. Gibt's hier irgendwie... Nein. Jammer traurig. Aber...
Was soll ich machen? Es war ein bisschen die falsche Richtung mal wieder. Ah, warte mal. Die grüne Schlüsselkarte war doch hier unten. Richtig, richtig. Oh. Ist dir gerade nicht sonderlich erforderlich. So, was habe ich noch im Inventar? Ich habe noch einen bronzenen Schlüssel im Inventar. Den bronzenen Schlüssel im Inventar brauchte ich ja dafür, um die rote Schlüsselkarte zu holen. Die rote Schlüsselkarte habe ich gebraucht, um... Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wofür habe ich die rote Schlüsselkarte gebraucht? Hui, da habe ich mir gerade selber ein bisschen Angst gemacht. Genau, dafür habe ich die rote Schlüsselkarte gebraucht. Was auch immer das sollte. Nun gut, wir werden es rausfinden, früher oder später. Da unten. Was da unten? Eigentlich für da oben brauche ich die bronzenen Schlüssel. Komme ich da hin? War das mit diesem Lift? Oh. So einfach ging das. Nun gut. Haben wir diese Geschichte auch erledigt? Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wollte jetzt eigentlich noch die rote Schlüsselkarte verwenden, aber wenn das so war, dann eben nicht. Wunderbar. Wir können uns mal angucken, wo es weitergeht. Hier geht's momentan weiter beim Biomech Communications. Level. Wir können immer noch die Eishöhle machen und wir können in die überfluteten Tunnel Teil 3 gehen. So, die Information zu diesem Biomech Kommunikationszentrum ist, dass es eine andere Alien-Basis ist und dass es dort hoffentlich eine Aqualunge gibt, also eine Wasserlunge. Biomechs seem to be breeding some new kind of aquatic biomech blob here. So, also scheinbar gibt es hier irgendein Wasser-Biomech blob und den müssen wir natürlich dann auch bekämpfen, ist ja klar. So, aber das alles passiert nicht in dieser Folge, das alles passiert höchstens in der nächsten. Bis dahin wünsche ich euch allen viel Spaß, vielleicht machen wir stattdessen aber auch die Eislevel. Die Eishöhle natürlich. Wobei ich so rein intuitiv fast ein ganz kleines bisschen fast zu diesem Biomech tendiere. Auf der anderen Seite gibt es diese Eishöhle jetzt schon ein bisschen länger. Wir werden sehen, allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr tut, was auch immer ihr vorhabt, was auch immer gerade bei euch ist. Auf Wiedersehen.